Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir suchen gerade so ein kleines Mädchen, was wir jetzt wahrscheinlich auch gefunden haben werden, denn das kann ja nur noch die Kabine des Kapitäns sein. Und guck mal, wen wir da haben. Kapitän, spielst du mit mir? Mir ist langweilig, ich möchte spielen. Hi, willst du mit mir spielen? Oh, Opa sorgt sich um mich? Ich muss los. Ich muss Opa finden. Hallo Opa, hier bin ich. Ich habe mit dem Kapitän und ihm hier gespielt. Elkio, oder? Ich hörte, du hast meine Enkelin bei Laune gehalten. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte, dass du das nimmst. Metallmantel, okay. Coole Sache. Die MS Aqua legt in Urania City an. Okay, das heißt, wir können nach Urania City. Ich würde aber gerne nochmal beim Kapitän vorbeischauen, was der so zu sagen hat. Wahrscheinlich nichts Besonderes, aber man konnte ja mit ihm sprechen, also warum sollen wir das nicht tun? Vielleicht hat es ja noch einen Sinn und ist ein kleines Versteck oder so. Mal schauen. Wow, danke, dass du mitgekommen bist. Es war sehr schwer, das kleine Mädchen bei Laune zu halten. Kriege ich dafür wenigstens was? Ins Buch können wir auch nicht gucken. Na gut, dann nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aus dem Schiff raus und landen in Urania City und dann mal schauen, wie das Ganze mittlerweile aussieht. Denn ein paar Jährchen sind ja vergangen seit unserem letzten Let's Play. Also zumindest spieletechnisch, ansonsten ist es noch kein ganzes Jahr vergangen, nein. Die MS Aqua legt in Urania City an. Dankeschön, dass ihr mich rausgelassen habt. Hier kann man ja, gibt's ja eigentlich noch den LKW? Nee, ne? Den gab's ja nur in Gelb und Rot. Ah, okay, dann nicht. Ist doch egal, wir können mit euch mal sprechen, ne? Du kommst aus Johto? Dort sollen viele seltene Pokémon leben. Du kannst jetzt nicht an Bord. Nicht? Okay, dann auf nach Urania City. Vielleicht liegt hier unterwegs was. Nö, nichts gefunden. Auf die Schnelle. Das Schnellboot fährt immer mittwochs und sonntags. What? Wir können nur an bestimmten Tagen zurück. Oh. Das wusste ich gar nicht. Aber okay. So, wir sind in Urania City angekommen. Oh, hier sieht es schon mal gleich anders aus. Hier liegt das Relaxo. Dieses Mal vor der Dicta-Höhle. Okay, da kommen wir noch nicht lang. In Kanto treffen sich talentierte Trainer. Arenaleiter sind besonders stark. Es ist nicht leicht, sie zu besiegen. Okay. Hier haben wir den Markt und ja, es sieht vieles noch so aus wie früher, besonders in der Stadt. Okay. Dann gucken wir doch mal hier in dieses Häuslein. Im Laufe vieler Jahre haben die Dicta einen langen Tunnel gebaut. Dieser Tunnel führt zu einer weit entfernten Stadt. Nach Marmoria City, wenn ich mich nicht irre. Es gibt 8 Arenen in Kanto. Das große Gebäude ist die Pokémon-Arena von Urania City. Danke für diesen Tipp. Hast du schon von dem Magnetzug gehört? Er fährt nach Dukatia City in Johto. Ich möchte nach Saffronia City, um den Magnetzug zu sehen. Genau, der Zug ist nämlich die zweite Möglichkeit, nach Johto zu kommen, beziehungsweise nach Kanto, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Ich liebe es, wie Pipi mit seinen Fingern wackelt, wenn es Metronom anwendet. Entzückend! Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hierher gekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja. Sehr schön, dann hör gut zu. Also, am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar. Nicht wahr? Zu sehr? Wild. Schön. Liebenswert, ich verehre es. Knuddle es, wenn es schläft. Warm und weich. Oh. Und sensationell, großartig, einfach göttlich. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich habe dich zu lange aufgehalten. Danke, dass du mir so lange zugehört hast. Das möchte ich dir geben. Ein Sonderbonbon, nett von dir. Oder von ihnen. Das Sonderbonbon macht Pokémon stärker.
Meine Pokémon sollen lieber durch ihre Kämpfe stärker werden. Du kannst es haben. Vielen Dank. Meine sollen nicht durch Kämpfe stärker werden, ja? Okay. Schau dir mein süßes Lorblatt an. Das Blatt auf seinem Kopf ist so goldig. Unser Vorsitzender ist sehr rätselig in Bezug auf Pokémon. Ja, das haben wir schon im letzten Let's Play herausgefunden und natürlich hier noch einmal. Hat, glaube ich, genau das gleiche gesagt wie damals. Der Hafen von Orania City ist das Tor Kantos zum Meer. Hier liegen Luxusdampfer aus aller Welt an. Lass mich durch. Oh, du bist ganz schön alt geworden. Das war doch auch schon damals hier, ne? Mein Pokémon ebnet das Land für ein Bauwerk. Aber ich habe nicht genug Geld für das Projekt. Das fand ich auch immer sehr interessant hier und habe gedacht, hier entsteht bald eine neue Arena oder so. Ich glaube, das war doch auf der gelben Edition ebenso schon. Und dann dachte ich, gibt es auf Gold dann hier eine Arena. Gab es ja leider nicht. Oder ich dachte, man kann genug Geld sammeln, das dem spenden und so ein bisschen seine eigene Arena bauen oder so. Das wäre nämlich auch sehr cool, wenn man selbst Arenaleiter oder Champion oder so werden könnte und immer wieder gefordert wird, herausgefordert wird und wenn man gewinnt, bleibt alles wie gehabt. Wenn man verliert, dann gibt es eben einen neuen Champion und den, da muss man die Liga eben neu durchmachen und den neuen Champion dann besiegen. Das wäre ganz cool gewesen. Gab es ja bisher leider noch nicht, glaube ich. Oh oh. Ein Macholo brüllt laut, während es auf den Boden stampft. Die ganze Welt erbebt. Okay, hier haben wir das Pokémon Center und hier haben wir noch ein weiteres Häuslein, in das wir hineingucken können. Ah, ich bin der Profi-Angler, der ältere der Gebrüder-Angler. Wenn, kennst du zufällig Angler Alfred? Jo. Er angelt an der Route 44. Er hat mir telefonisch einen super Tipp gesagt. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich ganz viele seltene Pokémon fangen konnte. Das war ein Tag. Ah ja. Ich kenne ihn sogar. Den haben wir ja gerade erst vor 2 Parts kennengelernt, glaube ich. Ach, du hast da einige Orden, die ich noch nie gesehen habe. Ah, jetzt begreife ich es. Du hast sie in Johto erhalten. Ja, so ist es, mein Kleiner. So ist es. Kennt sich aber ganz schön gut aus mit den Orden. Auf dem Schnellboot findet man viele Trainer, gegen die man kämpfen kann. Mhm. Vor Diktas Höhle liegt ein schlafendes Pokémon. Das wäre eine fantastische Gelegenheit, es zu fangen. Aber wie weckt man es auf? Mit der Pokerflöte. So war es jedenfalls früher. Die gibt es hier, glaube ich, nicht mehr. Sondern nur noch den Pokeflöten-Sound. So, wir wollten, ich guck nochmal, Pikachu. Pikachu und Hundusta. Vielleicht ist Hundusta eher hier. Da haben wir es. Wo gibt es dich, mein Freund? Gebiet in Kanto. Oh Gott, wo ist Orania City? Moment, Moment, ich muss überlegen. Ganz links, unten ist natürlich die Zinnoberinsel, darüber Alabastia, darüber Vertania City, darüber Marmoria City. Nach rechts müsste man dann nach, wie heißt es denn? Azuria City kommen und das da unter ist dann Saffronia und darunter ist Orania. Und das weiter links ist Prismania. Okay. Ich kenne mich zumindest noch ein bisschen aus. Das ist gut. Und jetzt suchen wir noch Pikachu. Pikachu wird es, glaube ich, im Käferwald geben. Das könnte noch etwas dauern, bis wir da hinkommen. Müssen wir mal gucken. Pikachu, 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 Pikachu. Wo bist du denn? Zeig dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe es bestimmt schon übersehen. Oder? Oder? Da ist es. Gebiet. Ja, doch, das sieht nach Käferwald aus. Okay, dann wissen wir in etwa, dann weiß ich, glaube ich, wo es beide Pokémon gibt. Ja, gut. Hier sieht es nicht so aus, als wenn es hier noch sehr viele Trainer gibt. Gar keine übrigens mehr. Aha. Und hier dürfen wir nicht durch. Wo geht's denn hier lang? Tunnelpfad, Azuria City, Orania City. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Was für ein Problem? Im Kraftwerk? Aha. Okay. Ich denke mal, hier oben ist ein Item versteckt. Würde ich jetzt mal so tippen.
Nee, nichts versteckt. Schade. Hier oben vielleicht? Irgendwo wird doch was versteckt sein, oder nicht? Auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Wir können wahrscheinlich nach Saffronia City. Das ist sehr gut. Halten wir uns mal hier gar nicht lange auf, sondern versuchen gleich nach Prismania City zu kommen. Das funktioniert. Yes. Dann gibt es Hundusta hier drinne. Allerdings ist die Frage, ob es das nur nachts gibt oder auch tagsüber. Ein Mauzi. Ach, wie süß. Nervsauger. Du kannst es von mir aus töten, wenn du möchtest. Ach, wir hätten auch mal ins Pokémon Center gehen können, ne? Also uns heilen können und so. Na los, weiter geht die Suche nach Hundusta. Ich tippe mal, es gibt es nur in der Nacht. Es sah so aus. Okay, Mauzi, komm weg. Level 43 für Nervsauger. Was bedeutet, wir können das Pokémon wechseln. Und, oh, Drago ist auch erst 42. Okay, aber erstmal ist Rino dran mit ein bisschen Training. Und mal sehen, ob wir hier einen Hundusta finden. Ich würde sagen, drei Pokémon lasse ich noch kommen. Und, ja, dann weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das mache. Okay, du hast gar nicht so die mega guten Attacken. Versuch's mal mit Stärke erstmal. So. Ich hoffe, hier kommt was anderes als nur Mauzis. Okay, ein Habitag ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Noch ein Habitag. Okay, wir machen mal mit dem Beschleunigen ein bisschen schneller. Noch ein Habitag. So, und jetzt sagen wir jetzt noch drei. Ein Radikal, okay. Ein Mauzi. Okay, und ein Vulpix. Oh. Ist ja auch nett. Das steht auch auf meiner Liste. Das wurde auch gewünscht. Aber wir versuchen mal einen Hundusta zu bekommen. Ich renne mal noch, weil jetzt zwei neue Pokémon, Radikal und Vulpix, noch aufgetaucht sind. Glaube ich zwar nicht, dass hier noch was ist, aber wir gucken mal ganz kurz nochmal rum. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Part jetzt schon an dieser Stelle und ich drücke jetzt die ganze Zeit. Nee, das bringt gar nichts, ne? Die Zeit ändert sich dadurch nicht, oder? Pokécom. 12.24 Uhr. Nee, die Zeit verändert sich gar nicht dadurch. Die müssten wir irgendwie umstellen oder abends aufnehmen. Ja, das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja gut, dann können wir Hundusta wohl erst abends suchen. Ich gucke nochmal nach, ob es das wirklich abends gibt und beende diesen Part jetzt hiermit und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder und ja, dann versuchen wir mal endlich unser erstes neues Kanto-Pokémon zu fangen. Ja, und irgendwann wird dann unsere Reise in Kanto auch mal losgehen, ne? Im Moment ist es ja mehr so organisatorisches Zeugs, aber das muss leider auch sein. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.